Okay, und weiter geht's mit Mac Commander. Ich habe 400 Tonnen zur Verfügung. Das heißt, ich kann beide Masakaris einsetzen und eine zweite Force Group einsetzen. Ich habe alles repariert soweit. Die zweite... Oh, Mauler ist sprungfähig? Holla, die Waldfee. Moment, machen wir das mal eben einfach. Gator geht in die zweite Gruppe. Für Mantis, Hunter, Lynx. Und ja, ich dachte mir, dass ich nicht sonderlich viel Tonnage übrig habe. Ich kann eine Kugel einsetzen. Hat schon Active Probe, Sensoren und so ein Kram drin. Zwei Air Large Laser. Ich weiß ja nicht. Nehmen wir Alex da rein. Den anderen geht es noch relativ gut. Ich sehe gerade, meine Waffen-Masakari haben im Augenblick mehr Damage-Output als der Atlas. Aber na gut. Wie sehen die aus? PBCs? PBCs. Ja, das sollte gut da Damage austeilen. 20 Tonnen. Ich könnte ein Fahrzeug einsetzen. Eine Sensorkarre oder so ein Scheiß. Also, wir haben hier so eine kleine Insel und hier so eine kleine Insel. Das heißt, hier werden Truppen sitzen. Hier hinten werden eventuell Truppen und Container sitzen. Hier sitzt definitiv irgendwas von Interesse. Das ist oben auf dem Berg, da hinten auch ein Berg. Das heißt, meine sprungfliegenden Leute will ich natürlich irgendwo hier hin haben. Das sind beides Basen mit Mauern. Gucken wir mal. Aber dafür die sprungfähigen Max. Da ist aber noch diese giftige Suppe hier. Ich möchte fast wetten, von diesen beiden kleinen Inseln kommen irgendwelche Einheiten. Ich brauche noch mal einen weiteren Masakari. Wobei den Mauler zu kriegen war nicht schlecht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mit der Tonnage runtergehen sollen, um noch ein Reparaturfahrzeug reinzudrücken. Aber wer weiß. Meistens ist es so, dass die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, auch an Reparaturhanger gedacht haben. Nur da scheinen wieder weitere... Ich meine, da die Modder halt ihre Hände an das Spiel gelegt haben wir nicht so den hundertprozentigen die hundertprozentige Abfolge von Missionen, die wir im Originalspiel hatten. Wie gesagt, Darkes Hour schmeißt wohl noch ein paar Missionen rein und ich bin der Meinung, dass die ein bisschen da gemoddet haben, um die Reihenfolge zu... Oh, nett. Keine Einheiten hier, aber ein Reparaturhangar. Ich kann ihn eigentlich nicht erobern. Das stört mich. Wie gesagt, bei solchen Basisangriffsgeschichten hat man meistens Reparaturhangar in den Basen, die man dann einnehmen kann. Das überrascht mich jetzt. Ich hatte hier Max erwartet. Oder Fahrzeuge, irgendwas. Aber dann sowas. Wie gesagt, diese Mission ist von der Erweiterung. Das erkennen wir an den dreckigen, aschigen Oberflächen hier. Ach du Scheiße. Erkunden wir mal ein bisschen weiter. Der Berg geht noch ein bisschen nach oben. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Den Buschwecker hätte ich gerne. Ein Hunchback, ein Jump-Horse mit Sprungdüsen und ein Jägermech. Und selbstverständlich Basisverteidigung. Oh, da ist ein Reparaturhangar. Eine Heavy Turret Control. Die wird wahrscheinlich für die Longtoms, die hier vergraben sind, an einigen Stellen zuständig sein. Mission Control. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Missionsziele geachtet.
Destroy 8 enemy mechs und geh zum Extraction Point, der ist hier hinten. In der Basis. Na gut. Aber ich brauche mehr Intel. Das, was ich erwartet hatte, dass es eigentlich Container sind, das ganze Gebiet hier ist völlig im Arsch. Diese ganzen Erwartungsmissionen haben so gut wie nichts zum Bergen und zu erobern. Ich meine, ich bin froh über den Mech-Hangar hier. Ich brauche die Gate-Control für die Gates. Das sind Mauern, glaube ich, über die ich nicht hinwegschießen kann. Ich muss rausfinden, wo die reguläre Tool-Control ist. Ich meine, die Tool-Control ist ja schon nicht schlecht zu haben. Okay, das hätte ich erwartet, dass das Mauern sind. Das war zumindest auf der Karte rot markiert. Also rot ist normalerweise Mauer. Und hier ist es einfach nur ein scheiß Glattenzaun. Okay. Ich kann damit arbeiten. Ein weiterer zerstörter kleiner Außenposten. Eine Mech-Warrior-Baracke. Hier war eine Lanze stationiert. Das sind meistens so Stützpunkte, die man auch Söldnereinheiten in die Hand drückt. So nach freundlichem Motto, ja, ihr habt hier eure Facilities, macht euren Scheiß da. Hauptsache ihr killt das, was auf unserem Planeten runterkommt. Okay, Gator legt sich mal voll auf die Fresse mit den Mech. Auch hier nichts Verwertbares. Atlas, Katapult, Hunchback und Jägermech. Okay, ich habe ein paar Optionen, wie ich an diese Mission rangehen kann. Ich sehe keine reguläre Tool-Control, das heißt, ich muss davon ausgehen, dass alle Geschütztürme mit den anderen Türmen verbunden sind. Zwei Repair-Bays. Ich nehme an, die sind erschöpft, deswegen kann ich die nicht benutzen. Wobei ich der Meinung bin, dass auch die Gebäude, die Reparatur zur Verfügung stellen, danach zerstört sind, wenn sie leer sind. Okay, ich kann mit den sprungfähigen Mechs natürlich reinhüpfen und Sachen erobern. Deswegen habe ich die Lanze auf Sprungdüsen ausgerichtet. Aber das wurmt mich gerade ein bisschen. Ich muss die Mechs rauslocken. Ich nehme an, die LSR können vielleicht doch drüber schießen, sonst wären die nicht so postiert. Wahrscheinlich sind die einfach nur besser gepanzert als die anderen. Ich muss die Mechs rauslocken. Das Problem ist, wenn ich eine Gruppe angreife, werden wahrscheinlich beide Gruppen auf mich losgehen. Es sind Löcher in der Basis. Ich will nicht, dass ihr ins Kreuzfeuer gerangt. Die Geschütztürme können unangenehm viel Schaden anrichten. Normalerweise würde ich eigentlich Raben einsetzen, aber er lässt sich voll auf die Fresse. Alex. Die Kuga kann halt einfach mehr Zeug schleppen. Ich glaube, der beste Weg für meine Jumper ist hier rüber und dann rein in die Basis eiern. Und dann direkt in die Cool Control. Dazu muss ich die Mechs natürlich weglocken. Das geht nicht anders. Ich kann nicht erobern, wenn Mechs in der Nähe sind. Das Problem ist, die andere Lanze wird definitiv losschlagen. Spätestens, wenn ich in die Einheit, mit der Einheit hier rüber hüpfe. Okay, rüberkommen tue ich. Okay, das geht so nicht. Ich kann nicht von hier aus angreifen. Ich muss sie irgendwie provozieren, die Max. Gut, provoziert die erste Gruppe. Zweite auch.
Oh? Der Jägermech bewegt sich noch und der andere auch. Frage ist, kommen die oder kommen die nicht? Die idealste Gelegenheit wäre wahrscheinlich rein und dann die linke Tool Control zu schnappen. Oh, der Jägermech kommt raus. Oh, das wird nice. Ich glaube, ich muss aber einfach nur in die Sensorreichweite von ihm begeben, dann geht das los. Ja. Schon wieder der Buschwacker explodiert. Ich kann die Max auch nicht kaufen, das geht mir auf die Eier. Oh, das war ein netter Treffer. Ja, der ist hinüber. Dann machen wir das anders. Ich lock die Max jetzt einfach raus und zerleg sie. Das ist so vernichtend. Es würde mich wundern, wenn ich noch mehr als einen Mech hier rausziehe. Der ist zerstört. Keiner will einen Handspeck haben. Alle Mechs vernichtet, die ich vernichten muss. Okay, reparieren wir mal unsere Sprungfliegenschweinchen zuerst. Ja,
Ich denke, ich habe nichts verloren, was irgendwie nennenswert ist, außer meinem Bein. Erobert, erobert. Habe ich noch was anderes zum Erobern, außer den Turmgott rollen? Nee, ich glaube nicht. Jägermech, mit einer leichten Unterorterkanone eher ein Large Laser, ist egal. Ein Hunchback A, ein Large Laser, ein Katapult J. Ach, den Anlass habe ich nicht gekriegt, okay. Komponenten Warehouse, ein PCR. Das ist Müll, was ich hier kriege. Das ist wirklich so Starter-Kram und dafür habe ich mich mit Assault Max angelegt. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Okay, Gator hat ein bisschen Lebensenergie verloren, sehe ich gerade. No problem, sir. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die da arbeiten, einfach stumpf Innern-Sphären-Leute sind, die keinen Bock auf die Clans haben und deswegen helfen, nachdem man es erobert hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, warum mir jemand helfen sollte, meine Mechs zu reparieren. Naja, okay, unter vorgehaltenen Mechwaffen geht das natürlich theoretisch auch. Aber da muss man mit Sabotage rechnen. Gucken wir uns die zweite Basis an. Da werden wir sicher auch noch Max rumrennen. Oder Fahrzeuge. Okay, das scheint einfach nur eine Stadt zu sein, die gemauert wurde. Und nicht mal vollständig hier hinten. Das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Oh, Max. Du musst dich ja auch noch auf eine fucking Fresse legen. Was haben wir da? Ein Jäger-Mech, Firestarter, Centurion und ein Hunchback. Wäre auch beschissen einfach gewesen. Tja, ich habe zwei Clan Assault. Oh, scheiße, da ist noch mehr. Zwei Clan Assault Max und einen Inner Sphären Assault Max. Das ist schon deutlich mehr Gewicht, als das er da hat. Ich habe zu viel Feuerkraft. Max brechen einfach auseinander. Ich bin mir ziemlich sicher, die Pressure Tanks waren sehr explosiv. Over here.
Ach, der Handspeck lebt noch. Ich habe einen Brandstifter und ein weiteres Katapult erhalten. Toll, ich habe einen Haufen Belagerungswaffen. So, Moment, die drei können einfach hier hinten bleiben. Es hat nicht mal großartig die Gebäude beschädigt. Ich habe nur das Katapult ausgenommen. Ich hätte warten sollen, bis sie noch ein bisschen näher dran sind. Hey, so habe ich mal einen Waldwolf gekriegt, ne? Nur die beiden Masakaris haben die Arschgeigen beschossen? Drei Arschgeigen. Das ist... ja... na gut, ich meine, es sind attraktive Ziele. Es sind Assault-Clan-Mechs, die schwersten, die wir im Spiel haben, außer der Turkina. Und die Turkina habe ich bis jetzt noch nicht mal gesehen. Ihr sagt mir nicht, ich kann nicht mehr reparieren, ne? Doch, jetzt. Da ich im Augenblick relativ wenig RP habe, brauche ich unbedingt alles, was ich kriegen kann für Reparaturen. Und wenn ich Reparaturen ein bisschen skippen kann, indem ich den Hangar hier benutze, fuck me. Scheiß auf Munition, aber die Reparaturen der Panzerung. Gerade bei den Clan-Max, super teuer. Ich sehe davon ab, die Industrie eines Planeten weiter zu zerstören, als ich es sowieso schon getan habe. Aber es sind super Möglichkeiten, um feindliche Mechs, gerade Assault-Mechs und so einen Kram auseinanderzunehmen. In Mech Commander 2 ist das gang und gäbe, dass man ständig irgendwo hinrennt und da sind Treibstofftanks ohne Ende. Man muss nur die feindlichen Mechs ordentlich reinlocken, dann geht das auch. Manche Gebäude sind echt hübsch. Die Grafik von Mission Force Cyberstorm war ähnlich wie die hier. Nur ein bisschen pixeliger. Auch damals schon. Ich meine, die haben hier wahnsinnig guten Job gemacht, die Mechs zu machen. Ich weiß nicht, was für Methoden die benutzt haben. Ich meine, das sind ja 3D-Objekte, wenn ich mich nicht ganz irre, die, glaube ich, mehr oder weniger gerendert sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ihr seht, wie die aus den Dings rausrennen, die bestehen auch aus mehreren Teilen. Mission accomplished. Komm schon. Mission objective complete. Mission successful. 14.000 RP, okay, aber trotzdem, es ist bei weitem nicht das, was ich gerne hätte. 10.000 für die Mission. 4.000 weniger, weil ich nicht voll ausgelockt bin. Und das, was ich an Waffen und Mechs gekriegt... okay, die Mechs sind einigermaßen okay für die Mission, aber... der andere Scheiß... und ich habe immer noch keinen Buschwerker. Auch reguläre Mission.
Ich habe zwei kleine und eine große Artillerie dafür. Capture Enemy HQ, 5-Minute-Time-Limit. Ganz schön viele Perimeteralarme. Da steht ein kleiner Ulla-W vorne vor. Holländer? Ich glaube, die beiden Max im Meer ist genug, um mit dem fertig zu werden, was in der Basis hockt. Allerdings sind die Türme natürlich ein Problem. Das ist so unfair, was ich da mache. Wie gesagt, man kriegt in der Kampagne erst viel später die Masakaris oder den Masakari. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte, als ich damals das gespielt habe, am Ende des Spiels zwei Stück gehabt oder so. In diesem werde ich definitiv drei haben. Ich wünschte, die überstehenden Geschosse könnten andere Einheiten beschädigen. Locken wir die mal raus. Komm raus. Ich habe nur 5 Minuten dafür, euch alle auszulöschen. Ernsthaft jetzt. Also wenn das nicht aufschaltet, dann weiß ich auch nicht mehr. Na also, geht doch. Echt? So schnell ging das? Ich mache mal eine Aufnahmepause. Ich wollte sowieso eigentlich mal zwischen den Missionen Aufnahmepause machen, aber diesmal, naja, egal. Bis gleich. Oder bis morgen, ja.